Inklusion ist die Relevanz psychischer Systeme für soziale Systeme und es kommt darauf an, inwiefern ein wechselseitiger Bezug stattfindet. In leichter Sprache würde ich sagen, Inklusion heißt, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Voraussetzungen Dinge gemeinsam machen und sich dabei wertschätzen und jeder die Möglichkeit hat, sich einbringen zu können. Das Besondere an uns, an dem Hofgut Himmelreich, an dem Hotel-Restaurant-Betrieb, den wir hier betreiben, ist, dass wir ein Integrationsbetrieb sind. Das heißt, wir beschäftigen zu den gleichen Bedingungen Menschen mit und ohne Handicap zusammen in einem Team. Unsere integrative Akademie Himmelreich, die es seit 2007 gibt, ist ein zweiter Betriebsteil. Die Akademie beschäftigt sich mit der Berufsvorbereitung von jungen Menschen, die uns über die Agentur für Arbeit vermittelt werden. Und wir begleiten sie in 18 Monaten in den Weg in den ersten Arbeitsmarkt. Weil das System, was wir haben mit unseren Mentoren, die die jungen Menschen mit Handicap betreuen auf diesem Weg in diesen 18 Monaten, unserer Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert und wir natürlich ein traumhaftes Verhältnis haben, was das Verhältnis zwischen Mentor und Teilnehmer betrifft. Und das ist, der unser Küchenchef. Johann Lafer. Ich bin hier zuständig hauptsächlich für den Küchenbereich Praxis und Theorie. Das heißt, ich bringe meinen Schülern Küchentechniken bei, wie Schneidetechniken, wie man die Hand richtig hält beim Schneiden. Ich bringe ihnen die Grundbegriffe in der Küche bei und ich mache mit ihnen so eine Querbeet-Küchenschulung, sodass sie, wenn sie nachher in die Betriebe kommen, die Grundbegriffe beherrschen und wissen, worum es geht, wenn sie zum Beispiel der Küchenchef irgendwo hinschickt und sagt, bring mir das und das, dass sie dann Bescheid wissen, was es ist. Ist eine Geo-Kotte. Die Qualifizierung selbst, die wir anstreben, kommen eigentlich aus den positiven Erfahrungen aus der Gastronomie, wie die ersten Jahre gemacht haben, dass wir gemerkt haben, dass enorm viel Potenzial bei diesen jungen Menschen zu wecken ist, wenn man sie nur weckt. Ja, man muss sie wecken und man muss ihnen, den jungen Menschen auch zeigen, dass sie das brauchen, dass sie diese Fähigkeiten zu lesen, zu schreiben, zu rechnen, in der Gesellschaft klarzukommen, auch diese Verpflichtung einzugehen, ein festes Arbeitsverhältnis einzugehen. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung für diesen jungen Menschen. Da helfen wir ihnen dabei, da unterstützen wir sie dabei. Am Anfang ein bisschen mehr und mit dem Ziel, nach den 18 Monaten sie in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, in Verbindung mit Partnerbetrieben, die wir haben. Es sind inzwischen über 50 Betriebe, die wir akquirieren konnten, die jungen Menschen aufgenommen haben und ihnen auch Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt haben. Das sind die Leute, die gehören einfach zur Gesellschaft. Es sind Leute wie du und ich. Und warum sollte ich mich daran stören? Wenn ich so nett bedient werde wie jetzt, das ist Sinn. Ich möchte hier gerne etwas trinken und möchte gut bedient werden. Und wenn das so passt, dann stört mich alles andere nicht. Sehr wohl. Vielen Dank. Ja. Ich heiße Mene. Ich bin 26 Jahre alt. Und ich wohne in Freiburg. Vor 12, 13 Jahren nicht vorstellbar, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung wie Menschen mit Down-Syndrom oder Autisten überhaupt in den allgemeinen ersten Arbeitsmarkt kommen können. Der Weg war eigentlich vorgeebnet in eine Werkstatt für behinderte Menschen. Ja, ich habe ja eine Arbeitsvergabe bekommen und seit 3 Jahren haben in der Metro gearbeitet. Warum soll so jemand in die Werkstatt, wenn er außerhalb der Werkstatt dann sein Leben zum Großteil selbst bestimmen kann? Ich bin Saxophon. Früher war es so, dass diesen Menschen vorgelebt wurde, was zu tun ist oder vorgegeben wurde, was zu tun ist. Wann musst du aufstehen, wann hast du das zu tun, wann hast du jenes zu tun, wann ist Mittagessen? Und so durch ihren Job, den sie hat, ist sie ganz normal in die Gesellschaft integriert und kann sagen, morgen habe ich frei, dann gehe ich ins Kino, gehe ins Café oder bleib zu Hause, schlaf mich aus oder sonst irgendwas. Das kann sie so in einer beschützenden Einrichtung so frei sich bewegen nicht. Also
Also ich würde mir insgesamt wünschen, dass es immer mehr solcher Wohnprojekte wie Iglu auch gibt, dass immer mehr Menschen auch einfach mal wagen, was zu beginnen, auch wenn man nicht so ganz weiß, wo es hingeht. Und könnte mir schon vorstellen, dass in vielen Städten solche Wohngelegenheiten für behinderte und nicht behinderte Menschen auch möglich sind. Ja. Guck mal, ich würde das nochmal in der Mitte halten. Sie guckt, sie kontrolliert, und ob wir alles richtig machen. Genau, ja. Ungefähr so wie die. Ja, kannst du auch machen, wenn du magst. Also in stationären Wohnbereichen sieht es dann ganz oft so aus, dass ein Bewohner, der dann einen Betreuungsbedarf hat, der Einrichtung auch zugewiesen wird. Und da haben natürlich dann die Mitbewohner nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, wir möchten diesen Bewohner nicht haben oder wir können es nicht vorstellen, auch mal vielleicht das Zimmer mit demjenigen zu teilen, sondern das findet dann da ganz klar statt, dass der Bewohner dann einzieht. Das Mitspracherecht der Bewohner ist da sehr gering oder gar nicht vorhanden. Es sind 6 Bewohner ohne Unterstützungsbedarf hier bei Iglu. Das heißt, die sind eigentlich nicht auf meine Hilfe angewiesen und kommen dann natürlich auch mit ganz anderen Fragen auf einen zu. Und man muss sehr viel Zwischenmenschliches, also sehr viele zwischenmenschliche Fragen, Konflikte schlichten oder vermitteln. Ich muss sagen, ich finde das auch gut, dass ich also mal diese WG-Erfahrung jetzt wirklich zu machen, weil das schon, glaube ich, was ist, was einen nur weiterbringen kann im Leben, mit so anderen Leuten, vielleicht auch unterschiedlichen Leuten, an einem und denselben Fleck zu leben. Der Verein, der das ins Leben gerufen hat, da gibt es auch Leute, die sind hauptamtlich hier tätig. Die sind dann auch in der Woche immer ab und zu da, was einerseits gut ist, weil die halt eigentlich dafür da sind, was sie auch machen, uns zu unterstützen. Es ist ja dann so, dass die Leute, die hier mit Unterstützungsbedarf leben, die haben dann so ein Budget, was man ansonsten reinstecken würde in eine stationäre Behandlung meinetwegen. Und das war wohl von vornherein sehr schwer durchzusetzen von Bernadette, der Mutter von Melanie, die den Verein gegründet hat und auch die WG, das irgendwie rechtlich durchzusetzen, dass es diese WG überhaupt so entstehen kann. Und das ist, glaube ich, auch immer, gibt es da irgendwelche Reibereien mit Ämtern und dass man da wirklich auch viel Kraft reinstecken muss, um das überhaupt jetzt rein von den Rahmenbedingungen so am Laufen zu halten. Ich arbeite halbtags als Bodengänger bei einer großen Düngemittelchemiebetrieb in Ludwigshafen-Mundenheim und bin dort auf dem ersten Arbeitsmarkt quasi nicht so wie die anderen. Die haben halt, die arbeiten, die behindert sind, die arbeiten meistens in der Werkstatt. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich dann auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Halbtagsstelle bekommen habe. Weil da verdienen, weil manchmal, bei mir ist es so, das habe ich auch schon gemerkt, dass die in der Werkstatt viel weniger bekommen teilweise, als jemand, der auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeitet. Da habe ich dann mit der Frau dann drüber geredet, weil meine Mutter gesagt hat, ja, ich soll in eine betreute Wohneinrichtung gehen. Dann hat sie gemeint, ja, da habe ich was für sie und hat mir dann genau den Artikel über Iglu gezeigt, gegeben, hat sie gemeint, ja komm, bewerben Sie sich mal, weil ich dann da vereinsamt wäre. Und meine Mutter wäre dann auch den ganzen Tag arbeiten gewesen, von morgens bis abends, bis nachmittags. Und ich hätte dann nichts gemacht, hätte dann keine Freunde gehabt, wäre dann immer rausgegangen, wäre dann höchstens mit dem Hund weggegangen, Gassi gegangen und das wäre es auch gewesen. Wenn ich dann heimkomme, ist dann manchmal jemand da. Dann ist es auch immer gut, dann kann ich dann nachfragen, wenn ich irgendwas wissen will oder wenn ich irgendwas habe. Nach einer Tätigkeit im stationären Wohnbereich wollte ich mal was ganz anderes kennenlernen, aus dem stationären Bereich raus und habe mich bei Iglu beworben und es hat auch auf Anhieb geklappt und ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich hier bei Iglu tätig sein darf. Also diese inklusiven Seminare, in dem also neben den PH-Studenten, Sonderpädagogik-Studenten, auch Menschen aus der Werkstatt für Behinderte und von einer geistig behinderten Schule auch Schüler dabei waren.
jede Gruppe sollte sich dann auch Gedanken machen, wie man jetzt die Menschen mit Behinderung optimal in den Arbeitsprozess einbinden kann. Also welche Aufgaben Sie übernehmen können und welche Aufgaben vielleicht dann Studenten übernehmen müssen. Dann haben wir eine Tour zusammengestellt, mehrere Touren zusammengestellt, thematische Touren zusammengestellt. Und immer wieder sind wir losgelaufen und haben geguckt, kann man das dann auch laufen, kann man das dann auch schaffen. An diesen Seminaren hat mich besonders beeindruckt, dass wir dort mit den Menschen mit Behinderung eben zusammen an einem Projekt arbeiten konnten. Und auch, dass das Ganze eben was sehr Neues war. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist toll, aber wer präsentiert jetzt diese Touren? Wer macht es? Das müssten doch eigentlich die Leute machen, die Experten sind in leichter Sprache. Und dann kam die Idee auf, das können doch die Menschen machen, die im Seminar waren. Der Brügger habe ich aus Bronze gemacht. Der Gernot Rumpf hat den Brügger geschaffen. Der Gernot Rumpf ist ein Künstler aus der Pfalz. Die Mäuse sind die Unterschrift von dem Künstler. Der Künstler, wenn er mit mischt, dann mischt er die Mäuse hin, dass man weiß, dass es der gemacht hat. Die Finger sind gegen den bösen Blick. Wenn man über die Finger drüber schreit, soll Glück bringen. Wenn man über die Mäuse schreit, es gibt Geld. Ja. Wenn man den Kopf reinschreit in den Affe, dann kann man Bilder machen. Dann machen die Terroristen, die machen immer Bilder. Wenn man den Kopf reinschreibt, kann man Bilder machen. Ja. Jetzt sind wir hier. Sind wir noch? Da haben wir alles. Jetzt? Ja. Okay. Mein Name ist Kai Ayubi. Ich arbeite in der Behindertenwerkstätte von der Lebenshilfe Halleberg. Die nennt sich die Halleberger Werkstätte in Sandhausen. Wir tun verschiedene Sachen für die Halleberger Druckmaschine herstellen. Und meine Arbeitszeit ist von 8 Uhr morgens bis 4 vor 4. Und dann habe ich gehört von einem Freund von mir, und der hat das erste Seminar, dass die PH so ein Projekt machen für die also Gästeführer in leichter Sprache. Und dann war ich in dem zweiten Semester drin. Und der Jan Einnickel hat mich gefragt, Kai, hast du Lust, ein Stadtführer sein? Und ich habe gesagt, ja. Und dann ab und zu mal den Donnerstag haben wir unsere Stadtführung Schulung. Und seit 2011 machen wir im Monat oder im Jahr, früher war erstmal 3 im ganzen Jahr. Und seit letztes Jahr haben wir im ganzen Jahr 32 Stück Stadtführungen gehabt. Ein Fensterbauer, der ist in Ruhestand und er konnte die Fenster bauen. Und die haben keinen Nachfolger mehr gehabt. Dann haben die ihn wieder aus der Rente zurückgeholt und darum hat er die Fenster gebaut. Und früher war das auch zeitlang im Krieg. In die Kriege auch als Lazarett benutzt worden. Da wurden auch kranke Soldaten gepflegt, wieder gesund gepflegt. Also nochmal mein Traum, und darum, wenn wir so die Schule, dass wir vielleicht M-Bahn, vielleicht Gästeführer, also wir Stadtführer für leichte Sprache selber selbstständig, umso mehr Selbstständigkeit werden können. Ja, das Besondere an der Gemeinde Schwarzach ist, dass über ein Viertel der Bevölkerung schwerst- und mehrfach behindert ist und deshalb wir hier auch ein besonderes Sozialgefüge haben. Ja, wir haben bereits vor über 20 Jahren die Gemeinde durchforstet auf Barrieren und haben da festgestellt, dass wir doch sehr viele Barrieren haben und haben da über 100 Projekte und Objekte begutachtet mit Rollstuhlfahrern, mit mobilitätseingeschränkten Personen und haben daraus ein Projekt Barrierenabbauen entwickelt. Und das haben wir in den 20 Jahren komplett abgearbeitet. Viele kleine Dinge helfen da schon weiter. Und mein Tipp ist einfach, mit einer Gruppe durchs Ort zu gehen, anzuschauen, wo man Barrieren abbauen kann.
Das hilft ja nicht nur Rollstuhlfahrern, das hilft auch Menschen, ältere Menschen, die nicht so gehen können, und es hilft natürlich auch Familien mit Kinderwegen etc. Wir haben festgestellt, dass unser Rathaus ein historisches Gebäude und nur über sehr vielen Treppen erreichbar ist. Deshalb haben wir eben dieses Projekt Bürgerbüro im Einkaufsmarkt entwickelt. Hallo, guten Morgen. Morgen. Ich bräuchte gelbe Säcke, bitte. Jawohl. Stoff von mir. Und am besten noch einen Abfuhrplan. Geht? Ja, wir haben natürlich dann großen Wert darauf gelegt, das Nahversorgungszentrum komplett barrierefrei zu gestalten. Das ist uns auch gelungen. Und natürlich gehört dann auch dazu, dass wir ein öffentliches Rolli-Toilette anbieten. Für Rollstuhlfahrer ist wichtig, dass sie solche Anlaufpunkte haben. Wir haben die öffentliche Toilette rollstuhlgerecht ausgebaut. Man kann mit einem sogenannten Euro-Schlüssel alle rollstuhlgerechten Toiletten benutzen. Und wenn sonst mal Bedarf ist, haben wir noch im Bürgerbüro einen Schlüssel deponiert. Ja, unser Wildpark, den gibt es schon fast 50 Jahre. Das Konzept, das wir dann darauf gelegt haben, war komplett barrierefrei zu gestalten. Und es ist uns auch sehr gut gelungen. Wir haben damals eine Rollstuhlgruppe durch den Park gehen lassen und haben sehr viele Hinweise bekommen. Es sind ja oft ganze Kleinigkeiten nur, die es ausmachen, ob man das barrierefrei benutzen kann oder nicht. Ja, wenn Sie durch den Wildpark laufen, stellen Sie fest, dass wir überall asphaltierte Wege haben. Wir haben uns zugunsten der vielen Menschen mit Behinderungen, Rollstuhlfahrer, Kinderwegen dann für Asphaltflächen entschieden. Sie können auch, wenn Sie zu uns kommen und sind mobilitätseingeschränkt, an der Kasse einen Rolli bekommen. Den bekommen Sie kostenlos, können mit dem Rolli dann durch den Wildpark gehen. Ja, Sie sehen hier ein schönes Beispiel, wie man auf die Belange von behinderten Menschen eingehen kann. Einerseits die Treppe für Menschen, die mobil sind, andererseits der freie Zugang für Rollstühle, wo man das gleiche Erlebnis einfach vermitteln möchte. Sie sehen dort ein Sichtfenster und praktisch können so Rollstuhlfahrer die im gleichen Maße das Rotwild beobachten wie oben auf dem Hochsitz. An unserer Schule gibt es viele Schüler mit starken Verhaltensauffälligkeiten, Schüler, die sehr stark traumatisiert sind, Schüler aus dem Erziehungshilfebereich, aus dem Bereich der geistig Behinderten, wo klar war, dass es für die das klassische Schulangebot nicht greift. Wir haben das Ganze als Projekt gestartet, indem wir auf Höfe in der Umgebung gegangen sind, auf landwirtschaftliche Höfe, und dort mit den Schülern landwirtschaftliche Arbeiten und Tätigkeiten durchgeführt haben, viele Sachen im Werkbereich, und gesehen haben, dass diese Tätigkeiten eben den Schülern sehr gut tun, vor allem auch die Arbeit mit Tieren, und dass wir da sehr große Erfolge im Bereich Reduktion von selbstverletzendem Verhalten, von fremdverletzendem Verhalten erreichen konnten, und haben dann gesagt, warum nicht das Ganze hier auf den Schwarzacher Hof integrieren. Genau, gut festhalten. Ja. Können wir zusammen. Achtung, Tobi. Ja. Doppelt kneten. Ja. Versüben. Hier ist ja auch Schatten. Ich kann versüben. Hilfst du, Günther? Ja. Super. Super. Einfach mit rein, Lilia. Jawohl. Tobi, warum nicht die Inklusionsgedanken einfach mal umkehren? Und ich sage, man muss immer aus den Einrichtungen nach draußen gehen, sondern warum nicht auch einfach Leute von draußen in die Einrichtungen reinholen? Der Erfolg des Ganzen zeigt sich darin, dass überhaupt keine Berührungsängste vorhanden sind, dass keinerlei Schwierigkeiten auftreten. Wir haben es eigentlich noch nie festgestellt, dass jetzt gerade in der Begegnung von Behinderten oder Nichtbehinderten, dass da irgendwelche Fragen aufkamen oder irgendwelche Ängste oder Zurückhaltung. Im Gegenteil. Also wenn dann mal Fragen kamen, zum Beispiel, warum kann das Kind nicht laufen, warum sitzt es im Rollstuhl,
Dann wird das kurz erläutert, dass man sagt, das Mädchen oder der Junge kann aus dem und dem Grund einfach jetzt nicht laufen. Und dann ist das völlig in Ordnung. Aber eigentlich treten diese Fragen so gut wie nie auf. Das ist vielleicht bei uns Erwachsenen oft so, dass diese Fragen auftreten. Aber für Kinder steht es eigentlich so gut wie nicht zur Debatte. Wir haben großes Glück gehabt, gerade durch das Farmprojekt. Sie war früher sehr stark autoaggressiv. Heißt, sie hat sich geschlagen, war sehr, sehr unruhig. Lernziel war zum Beispiel in der, ich glaube, 4. oder 5. Klasse, Viertelstunde am Tisch sitzen bleiben, ruhig. Und jetzt war sie wirklich so, sie war stark autoaggressiv und hat also auch den Unterricht unheimlich gestört, durch Schreie, durch sich selbst schlagen, durch, ja, explodieren, sage ich mal, lautstarkes. Und die Schulbegleitung kam dann auf, hatte beobachtet in den Pausen, dass es sie zu den Ziegen zog. Und das war dann so das erste Highlight, wo ich dann die Rückmeldung kriegte, das Kind lag mank diesen Ziegen, ließ sich ablenken, ließ an sich rumknabbern und war völlig entspannt, völlig relaxed. Und so nach einer Viertelstunde konnte man mit diesem Kind wieder in den Klassenraum gehen. Und sie saß brav und hat nicht mehr gestört und war ein völlig lockeres, zufriedenes Kind. Und wir sehen das ja auch, dass gerade diese Tage für sie absolut. Sie stürmt in ihren Bus, wenn sie morgens geholt wird. Sie kommt breit grinsend aus der Schule, wenn sie gerade nach den Farmtagen kommt. Das ist so klasse. Das ist wirklich Inklusion, wie man sie sich vorstellt, wie sie wünschenswert ist. Weil die besonderen Menschen haben einfach auch ein Recht, unter den Normalos zu sein und mit ihnen zu leben. Ich habe es wirklich erlebt, leider Gottes, und bin 2 Jahre mit dem Kind nicht rausgegangen. Da war sie 4, hatte eine Schreiattacke und meine Jungs und wir wollten in die Eisdiele. Eine Sache, die jede Familie erlebt. Mein Kind saß im Buggy und fing an zu schreien. Wir hatten noch kein Eis bestellt. Und da stand ein Mann auf, baute sich vor uns auf, guckte mein Kind von oben bis unten an im Kinderwagen, guckte mich von unten bis oben an. Wissen Sie was, zu Hitlers Zeiten wäre sowas verbrannt worden. Ich habe mich als Mutter, auch wenn ich das jetzt, könnte ich schon wieder, das waren Emotionen, die kann ich keinem Menschen beschreiben. Ich habe mir meine Jungs geschnappt, habe mir das Kind geschnappt und bin wirklich 2 Jahre wieder daheim geblieben. Das hat mich wahnsinnig viel Kraft und Mut gekostet, auch nur durch Mutter-Kind-Kur und viele Gespräche, wirklich zu akzeptieren, sie hatten Recht auf draußen. Du kannst dich mit ihr nicht verstecken. Und wenn das in Schwarzach hier weiter so geht, dann gibt es hier wirklich ein Recht auf draußen. Für alle. Hast du es schon verraten? Ich zeige euch mal die Karte. 16 minus 3 ist gleich. Willst du nochmal laut sagen? 10 minus 4 ist gleich. Wer hatte denn das Ergebnis? Schaut mal eure Zahlenkarten an, eure Ergebniskarten. In Bezug auf das soziale Lernen gibt es da ein ganz großes Helfersystem, dass manche Kinder von sich aus ganz selbstverständlich das als Chance auch nehmen, anderen Kindern zu helfen. Man muss aber auch wirklich sehen, zu Beginn des Schuljahres gab es schon auch das ein oder andere Kind, das gerade auch bei den Körperbehinderten oder auch bei geistig Behinderten eine große Verunsicherung auch, dass es die gab und dass wir die auch nach und nach dann erstmal abbauen mussten oder Hilfestellen leisten mussten, sodass das auch zur Normalität dann auch irgendwann wurde. Und heute gehen die Kinder miteinander ganz selbstverständlich um. Also das ist für die Regelkinder gar nichts. Aber es ist auch möglich, und das lassen wir auch zu, dass halt auch mal ganz klar gegenüber einem Kind, das eine Behinderung hat, mal eine Absage erteilt werden kann. Ne? Also wie es bei einem anderen Mitschüler auch ist. Also wir versuchen, so viel wie möglich Normalität zu leben, denn das ist durchaus legitim, dass ich mir meinen Arbeits- und Spielpartner aussuchen darf. Die Sorge von manchen Eltern ist ja, wenn mein Kind jetzt eins der Regelkinder ist, ist es zwar schön und gut, wenn es soziale Kompetenzen erhält, aber dadurch, dass es dem schwächeren Kind so oft hilft, kommt es selbst nicht weiter. Und da haben wir das beste Gegenbeispiel gehabt. Also wir hatten dann ein Kind,
das sehr stark, leistungsstark war und dass wir dadurch, dass wir so einen differenzierten Unterricht machen und einen individualisierten Blick dafür haben, konnten wir dann zum Beispiel auch sehr schnell sehen, dass das Kind ab Februar dann in die zweite Klasse ging. Also wir hatten auch in die andere Richtung eine Differenzierung. Also das ist jetzt einfach schon so ein Schritt weiter und ich denke, wir müssen da auch einfach kleine Schritte machen. Wir haben da einfach zu lange gebummelt, glaube ich, in Deutschland, was wirklich Inklusion bedeutet, auch für die Gesellschaft. Und das müssen wir jetzt einfach in kleinen Schritten auch nachholen. Für den neuen Stadtteil Barnstadt ist eine Schule geplant, zunächst eine Grundschule im Verbund mit einer Kindertagesstätte und einem Bürgerhaus und berücksichtigen da möglichst alle Belange für gemeinsamen Unterricht bis hin zur Ermöglichung, dass Kinder im Liegentransport, also im Krankenbett, zur Schule kommen können und hier gemeinsam unterrichtet werden. Und wir haben jetzt die große Chance, dass wir im Vorfeld der Realisierung dieses Bauwerkes bereits die Grundschule starten lassen können in den Räumen der benachbarten Graf-von-Galen-Schule, einer Schule für geistig Behinderte. Dort haben wir die Chance, Inklusion mal umgekehrt zu praktizieren, dass eine Grundschule in den Räumen einer Schule für geistig Behinderte, einer Sonderschule, entsteht und dort vielfältige Möglichkeiten des gemeinsamen Tuns, des gemeinsamen Lernens und Lebens genutzt werden können. Wenn man so will, wir haben bisher für alle eine Schule, das ist der historische Fortschritt. Und der Paradigmenwechsel heißt jetzt eine Schule für alle, auch wenn das jetzt nicht eine Perspektive für die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre ist. Der Entwicklungsprozess für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte ist wahrscheinlich ungefähr so komplex wie dieser Strukturwandel insgesamt. Wir haben im Moment einen Prozess, wo so ein bisschen die Klärung der Rahmenbedingungen ein bisschen hängt. Unserer Schule und hier der Heiligenbergschule, wenn wir das komplett alleine gestalten könnten, wie wir das 15 Jahre konnten, wäre das nach wie vor relativ einfach. Im Moment ist so ein bisschen so eine Hängepartie. Eine landesweite Klärung gibt es noch nicht, aber es gibt schon eine Abhängigkeit der lokalen Entscheidungen von größeren Strukturen und das ist manchmal nicht ganz einfach. Guten Morgen, guten Morgen, so ruf ich euch an. Ich glaube, das Wichtigste in unserem Kindergarten ist die Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, die so liebevoll haltend ist, ist etwas, was für Kinder extrem wichtig ist, und zwar für jedes Kind. Wenn Kinder morgens zu uns kommen und freundlich begrüßt werden von uns und sie wissen, sie werden hier gesehen, sie sind in einer liebevollen Atmosphäre, es ist hier lustig, dann ist es völlig egal, ob ein Kind schwerstbehindert ist oder ob ein Kind nicht behindert ist. Es fühlt sich hier wohl und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mein Sohn ist Georg Emer, ist 5 Jahre alt und geht hier in die Pusteblume. Und so sehr ich zufrieden vorher war, habe ich das Gefühl, jetzt blüht er nochmal richtig auf. Jetzt gemischt mit den anderen Kindern ohne Behinderung, habe ich das Gefühl, er macht riesige Entwicklungsschritte. Er interagiert anders, er spielt anders, er blüht auf. Es ist einfach mein Eindruck, dass er von den Kindern ohne Behinderung noch mal ganz anders lernt, wie man spielt, wie man mit Dingen umgeht, sich verhält auch, weil da einfach auch so ein natürliches Korrektiv dann von den Kindern kommt. Also ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung, die er jetzt hier durchläuft. Mein Name ist Alre Kienle, ich habe eine Tochter namens Jule, die seit 5 Jahren hier im Kindergarten Pusteblume ist. Sie hat eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung und in Verbindung mit dieser Stoffwechselerkrankung brauchte sie relativ viel Therapien, also Physiotherapie, Logo und Ergo.
Ja, ich habe sie die ersten 2,5 Jahre zu Hause gehabt und habe die ganzen Therapien abgedeckt, habe aber noch 2 ältere Kinder und war dann schon sehr froh, dass sie hier in die Einrichtung gehen konnte. Und das hat ihr natürlich sehr geholfen. Also sie hat Freundinnen hier aus dem Stadtteil, die nicht behindert sind, die sie auch nachmittags ab und zu mal trifft. Und die ziehen sie. Ich glaube, das ist so das große Argument, dass die gesunden Kinder für die behinderten Kinder die Bench sind und die strecken sich und versuchen, das auch zu machen, was die gesunden Kinder machen. Ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, dass man gesagt bekommt, ihr Kind ist behindert und geht auf die und die Schule, sondern die Wahl liegt ja bei den Eltern. Und da habe ich also wirklich die große Runde gemacht, mir 2 Körperbehindertenschulen angeguckt, 2 Förderschulen, eine staatliche, eine private, eine Sprachheilschule, mir eine Inklusionsklasse angeschaut. Es ist sehr schwierig, da das Richtige zu finden. Es ist eine Sache, die einem sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, vor allem wenn man aus so einer Institution kommt, wo man schon sehr verwöhnt war. Es gibt keine zentrale Stelle, die einem alles aufzeigt. Das liegt natürlich auch daran, wenn Sie jetzt Inklusion oder Sonderschulen im Sinne von Körperbehindertenschulen und sowas nehmen, das ist ja eine Sache. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel auf alternative Schulkonzepte zugehen, Waldorfschule, Montessori, ich habe niemanden getroffen, der sich komplett gesamtmäßig auskennen würde. Der Kindergarten, der Kinderarzt, jeder gibt so seine Meinung, aber nicht jeder kennt alle Schulen und letztlich ist natürlich die Entscheidung dann bei den Eltern. Wir freuen uns sehr, dass wir inzwischen auch die Kinderkrippe bei uns haben, sprich, dass wir auch einjährige Kinder zu uns aufnehmen können. Das ist so nochmal was ganz Schönes. Das werden wir in den nächsten Jahren noch ausbauen, denke ich. Und ja, also das werden wir nicht schaffen, aber manchmal denke ich, am besten wäre es, wir würden auch noch eine Schule machen, also weil da einfach der Übergang so schwierig ist von einem doch inklusiven Alltag, wie er in der Pusteblume gelebt wird, in so ja doch ein sperriges Schulsystem. Also das ist für mich was, wo ich mir sehr wünschen würde, ich könnte da noch ein bisschen mit unterstützen, dass der Blick ein anderer wird.